In Neuss bei Düsseldorf soll aus diesem verwilderten Grundstück ein Traumgarten werden. Bauherr Jake Pahn wünscht sich dabei nicht nur Platz zum Spielen für seine Kinder und einen traumhaft grünen Garten. Das Haus steht eigentlich sehr ideal. Nur der Hauseingang gefällt uns nicht, weil der ist auf der Nordenseite quasi vom Haus. Und das ist so der Wunsch, dass der Haupteingang ins Südseite verlegt. In der chinesischen Kultur steht der Norden für Rückhalt und Sicherheit und sollte deshalb im Rücken des Hauses liegen. Meistergärtner André Eickhoff hat dies in seinem individuellen Entwurf berücksichtigt. Sie gehen dann über Trittplatten geschwungen zum Haus hin und gehen dann über drei Stufen auf eine schöne große Sitzterrasse aus Holz, haben wir uns mal überlegt, wäre das eigentlich sehr schön, und gehen dann noch mal weitere drei Stufen hoch, haben noch eine kleine, nennen wir es mal Vorterrasse, sodass sie dann wunderbar schön über diesen Weg, über diese Stufen ins Haus gehen können. Ja, das gefällt mir sehr gut. 8 Monate Bauzeit sind für den 1000 Quadratmeter großen Garten vorgesehen. Was wir am Anfang immer sehr viel machen, ist einfach nur zuhören, um zu überlegen, was gibt's denn für Eckpunkte, die der Familie wichtig sind. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil wir ja keinen Garten für uns bauen, sondern wir bauen den ja immer für unsere Kunden. Die Vorarbeiten sind erledigt. Jetzt kann die Neugestaltung des Gartens beginnen. Zuerst soll die leichte Hanglage durch Terrassen und Stufen verschwinden. In Stolberg bei Aachen soll auf diesem 2000 Quadratmeter großen Grundstück ein Traumgarten entstehen. Das Herzstück? Eine 250 Quadratmeter große Wasserlandschaft mit Naturteich und Pool. Krankenschwester Silvia Thies und Arbeitsmediziner Dr. Radovan Keul vertrauen dabei auf Meistergärtner Peter Berg. Mein Traum war schon seit vielen, vielen Jahren, tatsächlich einen Schwimmteich zu haben, wo man eben dann nach einem Wellnessprogramm, nach Sauna reinspringen kann, sich abkühlen kann und ja, einfach den Garten und die Freizeit dann genießen kann. Die Herausforderung, so mit Wasser zu arbeiten, wollte ich schon immer mal. Nicht nur einen Pool hinzusetzen oder einen Schwimmteich hinzusetzen als formales Becken, sondern eine natürliche Wasserfläche zu schaffen, dass man am Ende das Gefühl hat, das ist schon da gewesen. Im Garten der Familie ist in den letzten 2 Monaten schon viel passiert. Der große Naturteich ist bereits fertig. 250 Tonnen Natursteine wurden verbaut und auch der Pool nimmt langsam Gestalt an. Heute wird gepflanzt. Tausende Stauden sollen am Ende den Garten zieren. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir haben viele Pflanzen und die auch in einer sehr schönen Qualität. Dann pflanze ich mit der Sarah die Solitärstauden. Das Schöne ist, Solitäre, man sieht hier richtig bei dem Topf und richtige Wirkung, das werden im Herbst so Kerle. Ja? Und das baut sich über das ganze Jahr auf und gibt immer mehr Volumen und dann im Herbst sind dann die Blütenstände in dem warmen Licht und richtig Fülle. Weil wenn wir das hier so hoch haben, dann ist das höher wie der Teich und dann ist das die gewünschte Höhenstaffelung, die ich mag. So, ich steche einmal drumherum. Ist gut. Kommt vielleicht noch ein bisschen Erde mehr. Gehen wir vielleicht lieber hier hin. Ach so. Wichtig ist einfach, dass die Pflanze genau auf die richtige Höhe eingebaut wird. Ne? Wir haben jetzt hier genau das Level, dass die genauso wie im Topf wieder exakt so weit eingebuddelt wird. Peter Berg pflanzt Blütenstauden in verschiedenen Blau- und Weißtönen. Wir haben jetzt die Veronicastrum, die länger, die höher werdenden Weißblühenden. Und dann kommen die anderen noch mal dazwischen und dann haben wir das aber dicht. Eine enge Bepflanzung verhilft nicht nur zu einem pflegeleichten Garten, sondern auch zu schnellen Erfolgen. Im Garten von Familie Pahn hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Die Rasenfläche ist fertig und auch die Trittplatten zum neuen Eingang sind verlegt. Der Frühling hält Einzug in Neuss und Meistergärtner André Eickhoff kann den Garten nun endlich an den Bauherrn übergeben. Ja, es freut einen natürlich sehr, wenn man am Ende das sozusagen geschaffen hat, was man sich selber immer im Kopf vorgestellt hat. Weil das immer natürlich schwer ist für uns, das zu transportieren. Und meistens der Kunde erst
sozusagen wirklich selber spürt, wenn er es dann selber erlebt. Und das ist natürlich schön, wenn wir am Ende dann einen zufriedenen und glücklichen Kunden haben, der genau das annimmt, was wir uns immer so gedacht haben. Das ist absolut mein Paradies. Wir wollen gar nicht mehr auf Urlaub fahren. Ich glaube, für die nächsten paar Jahre. Ja. Ich freue mich, dass der Garten nun fertig ist und dass Sie ihn jetzt sozusagen offiziell mit Ihrer Familie benutzen und darin schöne Stunden verleben dürfen. Wir sind sehr glücklich und sind auch sehr neugierig, was aus dem Ganzen wird, wenn alles wieder, wenn es alles blöd und sich entwickelt. Ja. Vielen, vielen Dank, Herr Eckhoff. Danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Eine grüne Oase mitten in Neuss, mit neuem Hauseingang durch den Garten, verschiedenen Ebenen zum Verweilen und viel Platz zum Spielen für die Kinder. In Stolberg bei Aachen ist nach knapp 4 Monaten auch der große Gartenumbau bei Radovan Keul und Silvia Thies abgeschlossen. Heute präsentiert Landschaftsdesigner Peter Berg den Bauherren ihren neuen Garten. Die weitläufige Wasserlandschaft ist das besondere Highlight. Oh, jetzt tut sich das Wasser hier auf, ne? Schön, gell? Hier ist schon das Wasser am beeindruckendsten. Ja. Es belebt die ganze Situation. Es ist für Vögel und Insekten und Tiere immer wieder notwendig, Wasser zu haben. Naturteich und Pool erstrecken sich über eine Gesamtfläche von 250 Quadratmetern. Ja, wir nutzen natürlich regelmäßig den Teich, gerade jetzt bei dem Wetter. Bei den schwülwarmen Temperaturen ist es eine wunderbare Abkühlung. Ja. Gerade wenn man unter der Woche auch abends nach Hause kommt, kann man auch um 6, 7 Uhr da noch reinspringen und sich erfrischen. Frau Thies war etwas skeptischer, ob sie da überhaupt schwimmen geht und ob ein Naturpool sauber genug ist und ob sie sehen kann, ob da auch nichts anderes in dem Teich schwimmt. Und die Bedenken konnten aber wunderbar ausgeräumt werden. Das erste Mal habe ich gedacht, wie wird das wohl sein, aber es ist einfach ein total tolles Gefühl. Also wenn man in diesem Pool schwimmt und ja, man hat nicht mal dieses Klo an sich hängen oder so, man kommt raus und man ist so, ja, wunderschön. Knall oder ohne? So, ja. So perfekt. Oh, schauen wir, wie sich jetzt die Sonne da im Wasser spiegelt. Toll, ne? Das sieht jetzt traumhaft aus. Ja. Das superschön. Ist super schön, ne? Ja. Ja. Herr Berg, danke schön. Vielen Dank für alles. Und zum Wohl. Auf Sie. Zum Wohl. Auf unseren großen Baumeister. Ja. Mit dem Ergebnis dieses Gartens sind wir mehr als zufrieden. Weil, wie man so schon sehen kann, es ist ja schon super viel auch gewachsen und nimmt immer mehr Form und Gestalt an. Und ist immer wieder schön, das jeden Tag zu beobachten. Wenn man sieht, was hier das Resultat ist, dann hat der Kunde extrem davon profitiert und wird in Zukunft viel Freude haben. Und das ist für mich ein großes Glück und auch Lebenserfüllung.